Als nächstes am Wort Franz Kirchgatterer von der SPÖ. Herr Präsident, Frau Bundesministerin, meine Damen und Herren, es geht um eine positive Weiterentwicklung der Polizei, um weitere Professionalisierung der österreichischen Polizei. Es geht um das Vertrauen der Österreicherinnen und Österreicher in ihre Exekutive. Jede Generation von Polizistinnen und Polizisten waren und sind gefordert, sich Respekt und Vertrauen in der Bevölkerung zu erarbeiten. Menschenrechte, Menschenwürde ist auch der Schutz für die Polizistinnen und Polizisten. Die Polizei ist mit dem staatlichen Gewaltmonopol ausgezeichnet und ausgestattet. Sie trägt daher eine sehr große Verantwortung für ein sehr hohes Niveau, den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit und der Rechtsmäßigkeit zu entsprechen. Es geht nicht um eine Hochglanzbroschüre, sondern es geht um die wirkliche Umsetzung und die breitestmöglichste Umsetzung in allen Dienststellen, auf allen Ebenen, und dass diese Haltung in den Gemeinden, in den Städten, in den Bezirken auch wirklich ankommt. In der Ausbildung der regulären Neuen in diesem Beruf sind die Weichen richtig gestellt, ebenso im Weiterbildungsbereich. Das ist sehr wichtig, das ist auch nicht praxisfern. Meine Damen und Herren, der soziale Frieden fußt auf die soziale Absicherung, auf den sozialen Ausgleich, auf die Sozialpartnerschaft, die in Österreich vorbildlich ist, in diesem Bereich auch einen hohen Wert hat. Es ist mir, meine Damen und Herren, ein persönliches Anliegen, den Personalvertreter in der Exekutive, aber auch allen Polizistinnen und Polizisten zu danken für ihre Arbeit, gerade in den letzten starken Monaten. Ich denke auch an die alles andere als leichten Nachtdienste. Sie erfordern Kraft und große Stärke, und daher den Dank an die Exekutivbeamten. Ich möchte noch zwei Punkte erwähnen. Zum einen, dass es nicht nur auf die Zahlen, auf den einzelnen Unterlagen ankommt, sondern auf den Personalstand in der Tat, vor Ort, in der Praxis. Hier gibt es Unterschiede, die zum Nachteil der Bediensteten sind. Hier ersuche ich um rasche und umfassende Verbesserung. Zum Schluss möchte ich mich bedanken für alle Mitglieder im Ausschuss. Der Punkt wurde einstimmig beschlossen, ohne Kontrastimme, ohne Stimmenthaltungen. Das sehe ich als sehr gutes Zeichen und, meine Damen und Herren, etwas blumig ausgedrückt, ich hoffe, dass der Geist des heutigen Beschlusses den alten Metternich, den österreichischen Meister des Spitzelwesens, des Überwachungsstaates, der Unfreiheit, dass dieser alte Metternich heute sich im Grab umdreht. Danke. Es gehe um das Vertrauen der Bevölkerung in die Exekutive, so Franz Kirchgatterer von der SPÖ.